Helfen, heilen, forschen. Mehr als nur drei Worte. So einfach und klar können wir unsere Ziele benennen. Das Bergmannsheil in Bochum. Nicht irgendein Krankenhaus, sondern die älteste Unfallklinik der Welt. Als berufsgenossenschaftliche Klinik und Universitätsklinik vereint es ein Leistungsspektrum, das in Deutschland einzigartig ist. Was bedeutet das für unsere Patienten? Das bedeutet zum einen, dass Patienten, die im BG-System behandelt werden, vom Anfang des Unfalles bis zur Wiedereingliederung in ihrem sozialen Umfeld oder in ihrem Beruf allumfassend behandelt werden. Als Universitätsklinikum kann der Patient davon ausgehen, dass wir auf höchstem medizinisch-wissenschaftlichen Niveau arbeiten. Und die Kombination aus beiden gibt unserer Meinung nach eine sehr gute gesamtmedizinische Versorgung für alle Patienten. Nicht nur für die BG-Patienten, sondern auch für alle anderen Patienten, die ja an einer Universitätsklinik auch allumfassend behandelt werden. Unsere 23 Kliniken und Fachabteilungen sichern eine individuelle, spezialisierte Behandlung und setzen neue Impulse für die medizinische Forschung zum Wohle unserer Patienten. Im Labor, mit klinischen Studien oder in Kooperation mit Hightech-Partnern. Im Laufe seiner Geschichte war das Bergmannsheil zu jeder Zeit ein Schrittmacher des medizinischen Fortschrittes. Immerhin seit 1890. Die letzten 125 Jahre haben gezeigt, dass das Bergmannsheil aufgrund der Strukturen in der Lage ist, sich ständig zu erneuern und anzupassen. In der Zeit waren viele Herausforderungen, die eben an ein solches Klinikum hier mitten im Herz des Ruhrgebiets gestellt wurden, wie der Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg oder dem Strukturwandel hier im Ruhrgebiet. Diese Herausforderungen haben wir jeweils offensiv angenommen und haben daraus etwas jeweils Neues geschaffen. In den Anfängen der Klinik stand die Versorgung verunglückter Bergleute im Vordergrund. Heute ist das Bergmannsheil ein führendes Akutklinikum und behandelt alle Notfälle rund um die Uhr. Ob Schnittwunde oder Schlaganfall, ob Herzinfarkt oder Schwerstverletzung. Eingespielte Abläufe, kurze Wege und eine optimale Infrastruktur helfen Leben retten. Für die schnelle Akutversorgung stehen zwei modernste Schockräume und ein eigenes Notfall-CT zur Verfügung. Hier weiß jeder, was zu tun ist. Nach der Übergabe durch den Notarzt untersucht das Team aus Chirurgen, Anästhesisten, Radiologen und Pflegemitarbeitern die Patienten und bereitet die weitere Behandlung vor. Zwischen der Ankunft des Patienten und der Untersuchung im CT vergehen nur wenige Minuten. Natürlich helfen wir auch bei kleineren Verletzungen und Erkrankungen. Denn jeder Notfall verdient die bestmögliche Behandlung. Fast täglich landen Rettungshubschrauber auf dem Dach des Bergmannsheil. Wir sind zertifiziert als überregionales Traumazentrum. Unabhängige Stellen haben Abläufe und Ausstattung des Bergmannsheils geprüft und bescheinigen uns die bestmögliche Versorgung von Schwerstverletzten. Das Besondere daran ist, dass das Bergmannsheil eben für schwerstverletzte Patienten alle Behandlungsregister ziehen kann. Alle Disziplinen sind hier eingeschaltet und entsprechend können auch die schwersten Verletzungen, aber auch Komplikationen nach Verletzungen behandelt werden. Wir können Hochleistungsmedizin. Unser OP-Zentrum ist State of the Art. Modernste Ausstattung, optimierte Abläufe und hochqualifiziertes Personal bilden die Basis jeder erfolgreichen Operation. Seien es chirurgische Präzisionseingriffe, innovative Methoden der plastischen Chirurgie oder komplexe Herzoperationen. Doch bei aller Technik zählt für uns der Mensch. Technik alleine zeichnet ein Krankenhaus nicht aus.
Hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir auch jenseits von all diesen technischen Dingen das menschliche Antlitz zeigen. Und das wird immer noch verkörpert durch engagierte und gute Mitarbeiter, durch die zugewandte Pflegekraft, die die Empathie mitbringt und das Mitgefühl und den Patienten im Grunde genommen auch von Anfang an zeigt, dass er hier im Hause willkommen ist und wir alles für ihn tun, damit er sich hier wohlfühlt. Mitten im Ruhrgebiet arbeiten und forschen mehr als 2000 Mitarbeiter im Bergmannsheil. Wobei die fachübergreifende Zusammenarbeit in allen Abteilungen praktiziert wird. In Konferenzen ebenso wie im Operationssaal oder auf Station. Als berufsgenossenschaftliche Klinik ist es unser Auftrag, Patienten mit allen geeigneten Mitteln zu helfen und zu heilen. Und zwar von der Akutversorgung bis zur Rehabilitation. Dazu zählen auch spezielle Trainingskurse für Menschen, die ihr Leben zukünftig im Rollstuhl meistern. In unserem Reha-Zentrum machen wir Patienten wieder fit für die Rückkehr in Alltag und Beruf. Und dabei darf auch ruhig mal gelacht werden. Wir arbeiten an der Medizin von morgen. Wir forschen an innovativen Therapien und bilden Nachwuchskräfte aus. Ob Ärzte, Pflegekräfte oder Therapeuten. Und wir bauen ein neues Bergmannsheim. Mit modernsten Stationen, größeren OPs und Funktionsabteilungen. Vieles also wird sich ändern. Was aber bleibt, ist der Name Bergmannsheil und die Tradition der ersten Unfallklinik der Welt. Aus dieser historischen Verpflichtung heraus bin ich auch sehr zuversichtlich, in der Zukunft einfach unsere Innovationsaufgaben weiterhin erfüllen zu können. Wir haben starke Gesellschafter, mit denen wir das in der Zukunft engagiert weiter angehen können.